So, da sind wir. Wir haben jetzt die trauernde Mutter. Hatten wir in der letzten Folge, wo jetzt im Prinzip hat sich herausgestellt, sie ist so eine Art, also im Prinzip ist sie eine Hebamme. Sie hat schon viele, viele Kinder zur Welt gebracht und sie ist aber meiner Meinung nach wahrscheinlich auch eine Hexe oder eine Zauberin. Und da mussten wir jetzt fast eine Viertelstunde lang Texte vorlesen. Weil seine Seelenwanderungen sind immer umfangreich. Kann aber sein, dass es jetzt im Prinzip nur deshalb so ein bisschen anstrengend für mich ist, weil ich halt Let's Play und weil ich halt nicht will, dass es für euch zu langweilig wird. Wir wollen ja hier nicht ein Hörbuch vorlesen. Kann aber sein, wenn man alleine spielt und nicht für ein Let's Play, dass es dann okay ist. Also ich mag es immer nicht, wenn man nicht zu viel lesen muss und wenn die nicht zu viel quatschen. Wenn ein bisschen mehr Abenteuer ist, ja. Aber trotzdem, ich würde dem Spiel mal 9 von 10 Punkten geben, wegen diesen Texten und wegen der Übersetzung. Aber es kann natürlich auch sein, dass so bei, ich kenne ja Baldur's Gate oder so, habe ich ja noch nie durchgespielt. Kann ja sein, dass die Texte da genauso unglaublich umfangreich sind. So. So, was hast du mir angetan? Wer bist du? Was war das? Weg von mir, wer auch immer du bist. Wer bist du? I am seen, but the eyes of others do not remember. You were the first to see me as I am, the call stripped aside. Die kann definitiv zaubern. In deinem Verstand spürst du eine leichte Berührung, eine Liebkosung. Und die Bewegung ihrer linken Hand entspricht dieser Berührung. Also sie ist jetzt, wird jetzt lieb, oder was? Als sie zwischen euch nach oben führt, du hörst das sanfte Läuten der Glocken an ihrem Handgelenk. Als ihre Hand wie bei einer pantomimischen Bewegung aus der Entfernung auf deiner Wange niederlässt, während sie sanft und langsam spricht. Your memories. The cadence of wheels on a caravan track. Fever. Questions by running water. Violence in a night's campfire. Arrows in the dark. And fleeing. Falling rock and cracking stone. And storm. Wow, crazy. Storm. Crazy. The storm that brushed you. Did its screaming wake you from your mind's cradle? Your memory of it is painful. Its cry is difficult to ignore. It's like a child. Many children crying out. Ja, ich bin auf einem Biawak getroffen und der hat mich irgendwie verändert. Ihre Hand zieht sich schüchtern zurück und du kannst das sanfte Glockengeläut abermals hören. Die Frau steht etwas unsicher da, als ob sie längere Zeit gesessen hätte. Ich muss mal kurz, ihr merkt schon, ich werde langsam ein bisschen heiser. Ich habe heute 5 Stunden aufgenommen. Gerade Urlaub habe und ein bisschen ausnutze. Das ist aber jetzt, wenn ihr die Folge seht, schon 3 Wochen her. Die Zeitverschiebung, das ist diese Zeitverschiebung bei den Let's Plays immer. Es sei denn, dass man Livestream macht. Das ist natürlich dann so. Die Frau steht, als ob sie längere Zeit gesessen hätte oder zu schwach, ich, um ihr eigenes Gewicht zu tragen. Du siehst, dass sich die Haut über ihren Wangenknochen in ihrem hageren Gesicht spannt. Und obwohl ihre Körperhaltung wackelig ist, scheint sie entschlossen zu sein, vor dir zu stehen. Na, stell dich doch hin. You are able to see me. Du kannst mich sehen. Es ist beinahe eine Frage. Plötzlich erkennst du, dass sie nicht zu wissen scheint, was du gesehen hast, als du sie angesehen hast. Das Bild auf dem Plateau. Und doch war es so klar, so scharf, dass du überrascht bist, dass sie dich dort nicht gespürt hat. To see me is a rare gift. A watch. Ah, sie hat mich erkannt, dass ich ein Wächter bin. Du sagtest, dass du in meinen Gedanken einen Sturm hören konntest. Was weißt du über die Seelenstürme? So many questions, thoughts whirling like storm winds. That storm still roars through you, deep beneath your thoughts, yet muted and secret. Ey, das ist echt eine ganz super krasse Zauberin, ey. I cannot tell if it is called. Zeig euch. Eroding what keeps your true strength buried. Ja, mit dir können wir uns hier schon eine Stunde unterhalten. The fact that you could hear it at all
survive it is something few have ever done. Your power will grow stronger with each soul you touch, as it allowed you to reach out to mine. Ah, mit jeder Seele, die du berührst, wird deine Kraft steigen. Also macht es Sinn, die ganzen Seelengeschichten mir durchzulesen? Oh Mann. Okay, ich muss sie ja nicht lesen, ich kann ja auch weiterklicken dann. Weil es kann, ich möchte wirklich nicht die gesamte Lebensgeschichte eines jeden Bewohners von Pillars of Eternity wissen. Das geht mir dann echt ein bisschen zu weit. Das ist ja auch bei anderen Rollenspielen, Skyrim oder so, da gibt es ja mal diese Bücher, die die ganzen Geschichten der Welt erzählen. Könnte man vielleicht, wenn man es dann ein zweites oder drittes Mal spielt, dann alles lesen. Aber als Let's Player, ich habe so viele Spiele, kann ich monatelang nur ein und dasselbe Spiel spielen. Das geht bei mir nicht. So, nur so viel dazu. Ich will jetzt, glaube ich, sollte in den zukünftigen Folgen mich nicht weiter darüber beschweren. Wir machen mal weiter. Eine Stille stellt sich ein und obwohl kaum ein Herzschlag lang zu dauern scheint, erstreckt sie sich zwischen euch beiden wie ein Sog zwischen ihrem und deinem Verstand. Du blinzelst, atmest tief ein und bemerkst, dass sie dich etwas fragen möchte, die Worte dafür aber nicht findet. Als ob sie zusammenfügen schmerzhaft wäre oder als ob es eine einfach nicht in Stücke genug, okay. Alter, wir können die mitnehmen. Möchtest du zusammen mit mir reisen? Du solltest mit mir kommen, hier kannst du nicht bleiben. Also da ich mal vermute, dass es eine Zauberhexe ist, würde ich die gerne mitnehmen. Du spürst eine Welle der Angst, in der die Stärke der Erleichterung mitweht. Es ist zwar merkwürdig, aber ihr Gesichtsausdruck verändert sich nicht. Dann löst sich die Furcht auf, stattdessen spürst du Stärke und Sicherheit. Als würde das Plateau aus ihrer Erinnerung unter dir liegen und ein stiller Himmel blickt auf dich herab. Ja, geil. Ja, komm, wir nehmen ihn mit. Die tut mir richtig leid. Die ist ein Medium, okay. Und sogar ein Medium Stufe 4. Oh, oh, oh. Alter, jetzt müssen wir die Süße hier. Das sind ja alles schon richtige Charaktere, die wir jetzt haben hier. Jeder auch. Jetzt ist sie die Einzige, die wir selbst erstellt haben. Okay, an die bin ich aber auch nur wegen dem süßen Porträt so gebunden. Ich finde die bedeutend interessanter hier. Und die hat bestimmt urste Fähigkeiten. Die kann uns bestimmt auch, die kommt mit Geistern gut klar. Und die kann, die kann uns bestimmt heilen. Ich hoffe mal, dass sie heilen kann. Anwerben. Anwerben. Achso, entlassen. Anwerben. Ja, tschüss, Barbarina und ihr drei. Ihr wart mir am Anfang eine super gute Hilfe, aber ihr seid eben leider nur so Fantasiegestalten. Die hier sind richtig, die gehören zum Spiel dazu, weißt du? So, Traum und Erinnerung. Erfahre die Vergangenheit der traurigen Mutter. Was hat sie denn hier? Fokus 30. Komm, die gucken wir uns mal an, die trauernde Mutter. Eine leichte Rüstung hat sie. Foto ist genial, das Bild ist genial, echt. Würde ich mir aber nicht ins Zimmer hängen, ehrlich gesagt, wäre ein bisschen gruselig. Schwarze Klamotten. Was hatten die für Fähigkeiten? Die ist sehr gut in Verteidigung und so weiter, die kann doch bestimmt zaubern. Müssen wir nochmal, hier, guck mal. Der Dürrwald, eine Hebamme, tatsächlich, habe ich es doch gewusst, vom Reisevolk. Sie hat Macht 11, sie hat sehr hohe Werte. Zauberei, kannst du uns heilen? Ich will wissen, ob du uns heilen kannst. Fähigkeiten, Augenschlag, Kampfgeil, Psychoklinge, Psychowelle, Phantom, Rückwurf, Seelenpeitsche, aber sehe ich jetzt spontan nicht, dass seine Heilung bei ist. Naja, okay. Was ist denn das hier? Der Fokus. Naja, werden wir noch rauskriegen. So, was haben wir denn jetzt hier für Aufgaben? Mann, ich schwitze hier schon. Traum und Erinnerung. Das ist der neue Quest hier. Erfahre über die Vergangenheit. Vielleicht kann man... Geburt des Kindes. Ja, ich denke mal, dazu müssen wir aber ein bisschen mit ihr reisen, wa? Um da was zu erfahren.
Jetzt mittlerweile wird es auch unübersichtlich, so von wegen Quests abarbeiten und so weiter. Wir gucken noch mal hier bei den Hauptquests, wa? Das sind doch hier die Hauptquests, oder? Aufgaben, Katz und Maus, was ist denn das? Finde Nüfre und locke sie aus Dürfurt hinaus. Mann, die arme Nüfre, ey. So, das sind hier die Hauptquests, oder wie? Keine Ahnung. Das ist die Hauptstory, oder? Nie weit von der Königin. Begib dich zum Tempel, wo ich... Ja. Da müssen wir hin. Weil es geht ja noch darum, dass wir unter unserer Festung das da bereinigen wollen. Wir wollen in Trutzburg, wir müssen nach Trutzburg zu dem Tempel. Wir wollen nach Trutzburg zu dem Tempel erstmal. Bleib dabei. Wo ist Trutzburg? Leute, wo ist denn Trutzburg? Hier ist die Trutzbucht und hier ist der Tempel. Ah, ich bin völlig falsch gelaufen. Nach Trutzbucht. Richtig? Warte mal, hier nochmal. Trutzbucht. Trutzbucht. Begib dich zum Tempel. Nach Trutzbucht. Und ich habe die ganze Zeit immer im Kopf gedacht, Trutzburg, weißt du? Deshalb habe ich mich jetzt völlig vertan. Nee, da müssen wir zurück, wenn wir nach Trutzburg wollen. Da müssen wir hier hin. Nach Trutzbucht. Da möchte ich erstmal nach Trutzbucht. Müssen wir nochmal zurückreisen. Da kommen die. Kommen die jetzt? Ich bin noch nicht. Ach doch, da kommen sie. Ich bin auch gespannt, dann zu kämpfen mit denen. Mit der neuen Gruppe. Wir haben jetzt aber kaum noch Nahkämpfer, wa? Was hatte die eigentlich für Waffen? Habe ich gar nicht geguckt. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder hier zurück. Hier hin. Ach, da sind wir gerade. Okay, da müssen wir jetzt hier hin. Wir müssen ja nach Trutzburg zu dem Tempel. So, und nochmal kurz gucken, was sie für Waffen hat. Oh, schwach. In Deutsch, aber sie hat hier... Oh, das ist ja cool, Waffen. Wenn wir die Waffe auf die 1 machen und den Deutsch auf die 2, wa? Oder kann sie vielleicht hier auch so ein fettes Ding, so eine Axt bedienen? Kann sie auch. 17 bis 24 Hieb. 17 bis 24 Schmetter. 12 bis 17 Hieb. Gut, da könnte man noch ein Schild mit dazu basteln, wenn man den hätte. Was sind denn Knüppel? Eine Keule. Ach, die Keule kommt mal hier. So. Okay. Jetzt haben wir sie also als Fernkämpferin. Ja, die kommt nach hinten, klar. Und sie Zwerge nach vorne. Mann, jetzt haben wir überhaupt keine Fernkämpfer mehr. Das ist ja doof. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich nach. Hier, nach hier. Okay. Ich würde auch mal gerne wieder kämpfen. Vielleicht soll... Ah, ja. Wilde Droiden. Na, die passen mir, die wilden Droiden. Jetzt gibt's aber Ärger. Guck mal, der Fokus ist schon an. Oh, guck mal, geile Zauber hat sie. Augenschlag. Elektrisiert die visuellen Rezeptoren des Feindes. Ah, blenden. Ja, blende ihn. Und du kannst ein Lied singen. Die verschiedenen Lieder, die er drauf hat. Ja, sing mal hier. Ermütigt die Verbündeten im Wirkungsbereich. Steigert die Bewegungsrate und den Reflex aller Verbündeten. Ja, das singst du. Sing es. Cool. Und du? Markiere die Beute. Bestimmt ein einzelnes Ziel als Beute. Ja. Und du? Du machst hier auf denen einen Fallschaden. Und du machst hier einen ganz bösen Feuerzauber auf den. Und du machst hier die Geisterklinge auf den. Ah, nee, Mist, das waren...
Bereichsschaden. Die Dinger waren noch, genau. So, und jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ach du Scheiße, 4 sind das. 4 Droiden und dann noch so ein riesiger Hirschgott hier. Das kann problematisch werden. Ach, guck mal, jetzt sieht man nämlich. Jetzt sieht man, wer ist viel besser, oder? Irre ich mich da. Doch. Der ist ja nämlich immer weiß. Das ist schön. Okay, du schieß mal. Oh, der hat eine Doppelaxt. Mist. Oh Mist, was machen wir hier? Rückruf der Agonie. Ja, hier, dem hier. Die Agonie verpassen. Du singst ja immer noch, wa? Aber du musst doch unbedingt mal auf den hier schießen, auf den. Und du auf den noch schießen. Und du, okay, du kannst weiter mit dem kämpfen, aber du könntest ihm auch mal so ein Stolperding noch mal geben, oder hattest du das schon? Und du, gut, dann gib ihm mal hier den klassischen. Ah ne, warte mal, da können wir jetzt einen Flächenschaden machen. Auf den vielleicht. Und du, halt, macht mir eigentlich am meisten Spaß hier, dieses Kämpfen. Lesen, naja, also ich finde, man hätte die Texte bedeutend kürzer fassen können. Aber soll ja auch ein Spiel sein, was sehr, sehr lange beschäftigt. Ja? Soll ja episch sein. Cool, jetzt hat er schon mal voll auf den geschossen. Der ist doch tot, oder? Nee, der ist nur niedergeschlagen worden. Lava will be on sea. So, die haben richtig zu tun hier mit den Druiden und so. Eieieiei, machen wir jetzt. Sieht ja extrem schlecht aus. Wir nehmen jetzt einfach mal alle und sagen, dass alle den angreifen sollen. Mal sehen, was dann passiert. Alter, ist der stark. Ich werde nicht überleben. Werde ich definitiv nicht überleben. Boah, sind die stark. Jetzt lebe nur noch ich. Jetzt lebe nur noch ich, oder wie? Alter, ist ja Hammer. Hammermäßig. Spiegelbild. Bin ich auch tot, wa? Okay, die waren bedeutend zu stark. Da. Okay, laden. Nee, da so weit bin ich noch nicht. Ich muss erstmal nach Trutzburg. Ich bin jetzt übers Ziel hinausgeschossen hier. Mit meinen Leuten. Da sollte ich noch gar nicht hin nach Dürrwald. Habe ich mich geirrt. So. Wir wollen einfach nur nach Trutzburg. Also bitte nicht vom Weg abkommen diesmal, wenn es geht. Bitte diesmal nicht. Nein, da sind die wirklich. Ich muss mit denen kämpfen. Die wollen mich nicht zurücklassen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, oder was? Warte mal, wir probieren mal nochmal einen kleinen Trick. Spiel laden. Das Ding hier laden. Vielleicht haben wir Glück. Wenn wir rechts uns vorbeischleichen. Oder dass ich die wirklich nächste Folge dann. Na, lasst uns mal. Gucken wir uns in der nächsten Folge an, dass ich die vielleicht mit Strategie so. Rundenstrategie vielleicht schaffe. Tschüss.